The Finals tut sich im Moment leider sehr schwer. Der Start von Season 3 war jetzt nicht so, beziehungsweise ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie man eigentlich erhofft hatte. Dann war vor kurzem noch das Twitch Rivals Event, darüber reden wir aber gleich. In diesem Video geht es auch noch um das Update, welches rausgekommen ist. Es gibt jetzt das erste Update zu Season 3 und im Grunde genommen ist es eigentlich ziemlich überschaubar. Doch wir gucken uns das einfach mal ganz kurz genauer an. Am wichtigsten sind natürlich wie immer die Balancing-Änderungen und da betrifft es natürlich die Sonargranate. Der Radius wurde von 15 Meter auf 12 Meter reduziert. Finde ich eigentlich ganz nice. Und die Wurfmesser und LH1, da wurde der Schaden auch gesenkt. Bei der LH1 reden wir von 52 auf 48 und bei den Wurfmessern reden wir von 63 auf 60. Ich bin ganz ehrlich, ich begrüße diese Änderung, weil ich in letzter Zeit, also bevor dieses Update rausgekommen ist, wurde ich wirklich so oft von Wurfmessern weggeholt und auch von der LH1. Gerade auch beim Machtwechsel bestand die leichte Klasse nur noch aus LH1 und die haben dann immer die Häuser abgekämmt. Ich hoffe, dass es mit der Änderung auf jeden Fall besser spielbar wird. Also ich habe schon ein paar Runden gespielt. Es sind definitiv weniger Lights unterwegs. Die Leute, die natürlich als Main-Klasse Light spielen, wird es natürlich ärgern, denke ich mal. Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Und ich denke, da werden auch noch einige Änderungen in Zukunft auf uns zukommen. Was die schwere Klasse betrifft, die hat ja neuerdings diese neue Fähigkeit, diesen Haken mit der Kette dran, wo ihr dann die Leute zu euch ziehen könnt. Der hat vorher 15 Schaden verursacht, den haben die runtergesenkt auf insgesamt 5. 5 hört sich natürlich ein bisschen wenig an, 15 war auch wenig, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe erst gedacht, das macht gar keinen Schaden und die sind ja danach auch ein bisschen gestunt, also ich finde 5 ist auch völlig in Ordnung. Als allerletztes haben wir einen Bugfix für den Terminal Attack Modus und zwar wurde ein Server Crash behoben bei bestimmten Arten der Zerstörung. So, und das war's auch schon mit dem Patch. Jetzt kommen wir mal zu dem Twitch Rivals Event. Das Twitch Rivals Event hat vor ein paar Tagen stattgefunden und es war im Grunde genommen Werbung für The Finals, weil was gibt's Besseres als bei Twitch Rivals, wo ganz viele Leute das gucken. Es ist free to play. Wenn man Bock drauf hat, während man den Stream guckt, kann man sich das Game einfach runterladen. Das war der Sinn und Zweck hinter dieser ganzen Sache. Es waren insgesamt 8 Streamer und diese 8 Streamer konnten dann sich ein Team zusammenstellen. Und im Grunde genommen waren es dann 7 Random Teams, die eigentlich nie miteinander spielen oder selten zusammengezockt haben. Und ein Team davon war in Season 2 unter den Top 500, wenn nicht sogar unter den Top 100. Und jetzt könnt ihr euch natürlich ausrechnen, wer das Turnier gewonnen hat. Natürlich diejenigen, die unter den Top 500 waren und immer zusammengespielt haben. Man könnte natürlich jetzt sagen, ist total unfair. Also im Endeffekt habe ich ja gesagt, es war auf jeden Fall Werbung für Finals. Das Problem an der Sache war einfach nur die verschiedenen Fanbase. Also es waren wirklich große Twitch-Streamer, die jetzt nicht hauptsächlich Finals streamen, aber halt von Apex Legends und Destiny und... Ja, es ging halt um insgesamt 50.000 Euro, also der erste Platz, die haben 15.000 Euro gewonnen, mussten das durch 3 teilen, also jeder 5.000. Und also keiner ist leer nach Hause gegangen, das mal vorab gesagt. Das Event ging ungefähr 3 oder 4 Stunden, also ich habe es komplett zu Ende geguckt. Ich meine, ich wusste natürlich, wie es ausgeht, gar keine Frage. Aber diese Rivalität unter den Fanbase der Streamer, also es war ein richtiges Drama. Manche Leute haben gesagt, ey, dieses eine Team geht immer extra nur auf diesen einen Streamer und ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Und wie gesagt, das Team, was halt gewonnen hat, die haben halt mehr oder weniger abgewartet, bis 2 Teams sich um einen Cashout gestritten haben. Dann wurde ein Team gewiped und das andere war angeschlagen. Ja, und dann haben die ihre Chance gesehen und sind dann direkt drauf. Die haben halt 3 Heavies gespielt und der Chat, die sind so ausgerastet. Third Party, was für ein scheiß Spielmodus, der muss gebalanced werden. Und der ganze Chat von Twitch Rivals, also von dem offiziellen Stream, der war voll mit Remove Terminal Attack. Und das ist halt wirklich ein beschissenes Bild für Spieler, die das Spiel zum ersten Mal spielen wollen oder den Stream gucken. Da hat man natürlich direkt ein richtig geiles Bild von der Community bei The Finals. Und das Problem ist halt, das Event hat bis jetzt keinen Spieleranstieg, keinen Spieleranstieg verursacht. Ich kann natürlich immer nur auf die Steam-Database zurückgreifen. Da ist leider nur für PC
die Statistik inbegriffen. Auf Konsole weiß man es nicht, aber wie gesagt, also nach dem Event waren es 21.000 und vor dem Event waren es 20.000 Peak. Und das ist halt, ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es wenigstens 30.000 oder 40.000 sind, weil meiner Meinung nach The Finals auf jeden Fall mehr Spieler und mehr Aufmerksamkeit verdient. Das Spiel ist einzigartig. Also jetzt mit dem Terminal Attack Modus haben die natürlich einen Modus reingebracht, um andere Spieler anzulocken. Aus anderen Spielen vielleicht, wo es den Modus auch gibt, weil es ist ein vertrauter Modus, suchen und zerstören. Einfach, ihr habt die Bombe, ihr müsst sie legen, die anderen müssen die entschärfen. Das ist so ein Modus, den kennt einfach jeder. Ich verstehe auch so ein bisschen das Problem, was die Leute haben, und zwar Terminal Attack ist kein Modus für The Finals. Und es ist halt generell, der Modus an sich ist in anderen Spielen einfach beliebt und die wollten halt damit natürlich auch neue Spieler abgreifen, ist ganz verständlich. Die haben es aber vorher so gemacht, also bevor dieses Event war, haben die das so eingestellt, dass man als neuer Spieler 3 Runden von Terminal Attack spielen muss, um überhaupt den Modus Cash Out in der Welttour spielen zu können. Und ich bin ganz ehrlich, als neuer Spieler, wenn ich gezwungen wäre, Terminal Attack zu spielen, ich das Spiel schon längst deinstalliert. Also das ist halt so auch das Problem gewesen. Und jetzt nach dem Event, oder beziehungsweise kurz davor, haben sie es geändert, dass man gar kein Terminal Attack mehr spielen muss. Man kann direkt reinsteigen in die Welttour. Worüber sich ja auch viele aufregen, ist halt, dass Terminal Attack in Season 3 jetzt auf jeden Fall der neue Ranked-Modus ist. Und die Welttour ist so gesehen Cash-Out-Ranked, so gesehen. Aber die haben halt das so begründet, dass die den Game-Modus nochmal überarbeiten wollen und dass dann eventuell mit Season 4 Ranked wieder der ganz normale Cash-Out-Modus ist. Ich kann auch verstehen, warum die so einen Modus in das Spiel gebracht haben, denn wenn jetzt so Turniere stattfinden sollen, diese Competitive-Turniere, dann geht es natürlich immer um Geld und so bleibt ein Spiel halt auch am Leben und wird immer beliebter. Man sieht einfach mal Counter-Strike oder generell die ganzen Spiele, die schon seit Jahren von so vielen Hunderttausenden von Spielern gezockt werden. Da fällt mir direkt ein Fortnite, Apex Legends, Destiny. Da gibt es auch jedes Mal Turniere, wo es dann um Geld geht. Und natürlich will Nexon ist der Publisher von The Finals, auch ein bisschen Geld abgreifen und das Spiel immer noch, also immer beliebter machen. Aber ich hatte halt so das Gefühl, dass dieses Event eher von Nachteil war als von Vorteil. Gerade auch aus dem Grund, weil die Community so rumgehatet hat in dem ganzen Chat, wo man sich dann so als Neuer denkt, also als Neuling, wenn man das Spiel runterladen will, denkt man sich, ey, what the fuck ist das, sind das für Leute? Das Game ist jetzt 7 Monate auf dem Markt. Ja, also man sollte den Entwicklern auch einfach mal ein bisschen Zeit geben. Ich erinnere nur mal so an den Start von Battlefield 2042, wo man dann nach 2 Jahren sagt, yo, so hätte das released werden müssen. Da heulen die Leute dann rum nach 6 Monaten oder 7 Monaten, wenn ein Free-to-Play-Game mal nicht so läuft, wie die Leute es gerade gerne hätten. Die probieren halt im Moment einfach was Neues aus. Und ich bin ganz ehrlich, sollen sie machen, die sollen ausprobieren, was geht. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass The Finals mehr Spieler bekommt. Und wenn sie es auf der Nintendo Switch releasen, keine Ahnung, ist mir egal, aber irgendwie muss das auf jeden Fall machbar sein. Es würde mich auch nochmal interessieren, spielt ihr überhaupt noch The Finals? Ich habe ja ziemlich wenig Content die letzten Monate rausgehauen über The Finals. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe das Spiel nicht vergessen und werde definitiv Season 3 auf jeden Fall suchten. Und den Battle Pass grinden, denn ich habe mir diesmal für Season 3 den Battle Pass wieder gekauft. In Season 2 hatte ich den nicht, habe ich ganz, ganz selten gespielt, Season 2. Aber auf Season 3 habe ich wieder richtig Bock. Das war's auch schon mit dem Video und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre natürlich noch viel geiler und bis zum nächsten Mal. Haut rein!